Zum 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion hat Eugen Drewermann in der Überwasserkirche Münster eine vielbeachtete Rede gehalten. Diese Rede hat mich sehr berührt und ich habe mich dann entschlossen, sie zu verschriftlichen und sie als Buch herauszubringen. Das Buch heißt Wege zum Frieden von Eugen Drewermann, hat 64 Seiten. Drewermann erinnert an das ungeheure Leid, das die Völker der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erfahren haben und daran, dass dieses Leid immer noch nicht ausgesöhnt ist, es bisher keine Versöhnung gibt und noch nicht Eingang gefunden hat in unsere Erinnerungskultur. Er analysiert dann auch, was nach 1945 passiert ist und kommt zu dem Schluss, dass die Aufrüstung und die Rüstungsspirale vom Westen ausging und dass alle Versöhnungsangebote der Russen zurückgewiesen wurden. Und dann kommt er auf das Jahr 1989 zu sprechen, wo er nicht mehr verstehen kann, dass erneut dieses Angebot zur Versöhnung, zur Demilitarisierung Europas ausgeschlagen wird. Der Warschauer Pakt löst sich auf. Die Russen, über die man 50 Jahre lang gelogen hat, sie wollten uns angreifen, ziehen sich zurück und der Westen, die NATO, breitet sich aus. Und das ist der Punkt, wo er einfach den Westen nicht mehr versteht. Und in der Tat muss man fragen, warum gibt es da nicht einen Aufschrei in der Bevölkerung? Drewermann sagt, es ist ein feines Geflecht aus Lügen, aus Verdrehungen, aus Unwahrheiten, mit denen die Menschen manipuliert werden. Und er appelliert, er sagt, nicht mehr zu glauben, wenn man uns sagt, drüben sind die Barbaren, sind die Inhumanisten, sind die Kriminellen, die man jetzt bekämpfen muss. Glauben Sie das niemals, denn alle Kriege, die vom Zaun gebrochen wurden, sind immer mit Lügen geführt worden. Also für mich ist diese Rede die wichtigste friedenspolitische Rede, die in diesem Jahr gehalten wurde. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, sie als Buch herauszubringen, weil ich denke, mit dieser Rede muss auch gearbeitet werden. Also das reicht nicht, dass sie nur sie ist ja im Internet verfügbar, man kann sie hören, aber die muss schriftlich vorliegen, damit man wirklich mit ihr arbeiten kann. Die Ampelkoalition hat ein Papier vorgelegt, wo sie ihre Koalitionsvereinbarung drin festgelegt haben, in dem beschreibt sie Werte und Interessen. Interessen, da ist auch schon mal ein Bundespräsident drüber gestürzt, als er über die Interessen Deutschlands in Afghanistan was erzählt hat. Diese Interessen wären schön, wenn sie sich an Abrüstung und an Frieden orientieren, aber die Ampelkoalition hat offensichtlich andere Schwerpunkte in ihrer Politik. Man will die Bundeswehr ausstatten. Man will sie personell und finanziell ausstatten und man will auch die Beteiligung der Bundesrepublik an die nukleare Vernichtung einbinden. Man will die nukleare Teilhabe beibehalten.
Dazu soll dann die Stockholmer Initiative herhalten als Gegenstück zum Atomwaffenverbotsvertrag. Der Atomwaffenverbotsvertrag, jetzt kommt was Neues, natürlich hat man auch gute Ideen dabei. Der Atomwaffenverbotsvertrag war bisher von der NATO abgelehnt worden, weil man sich die Erstschlagskapazität beibehalten wollte. Jetzt schreibt die Koalition in ihrem Papier, dass sie an dieser Konferenz, die in Wien stattfinden soll, als Nachfolgekonferenz für den Atomwaffenverbotsvertrag, nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter teilnehmen will. Ja gut, als Teilnehmer eines, dann müsste man ja das Verbot der Atomwaffen hier auch umsetzen, die in Büchel gelagert sind. Das kann man nicht, also kann man auch nur als Teilnehmer. Es ist erfreulich, dass man wenigstens sich das anhören will, wie andere Staaten, über 50 Staaten in der Welt, sich darum Gedanken machen, wie man die Atomwaffen verbieten kann. Wie man, und sich nicht nur Gedanken machen, sondern dieses Atomwaffenverbot auch umsetzen wollen. Das Ganze wird von Drewermann in dem Buch Wege zum Frieden nochmal beleuchtet. Jetzt nicht vor dem Hintergrund dieses Papiers der Ampelkoalition, sondern wird beleuchtet aus seiner historischen Erfahrung, aus der historischen Erfahrung der Friedensbewegung, wird beleuchtet aus dem, wie die Wege zum Frieden sich gestalten können und was dagegen spricht. Aktueller denn je, das ideale Geschenk unterm Weihnachtsbaum, das Buch, um es durchzuarbeiten, um sein Geschichtsbild zu aktualisieren, zu verbessern, auf den Laufenden zu bringen und um Wege zum Frieden aufzuzeigen. Das Buch kostet 10 Euro und ist bei Rosta, Buchhandlung in Münster und in allen Buchläden erhältlich.